Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal einen Vlog, mal wieder. Denn ich habe mich entschieden, dass ich über die Feiertage, also über Weihnachten und über Silvester vielleicht ein bisschen vlogge. Und heute ist schon Weihnachten. Ich packe jetzt noch das letzte Geschenk ein. Ich habe schon zwei Geschenke eingepackt. Einmal für meine Mama und für meinen Papa. Und jetzt packe ich noch das für meinen Freund ein. Ja, es ist riesig. Jetzt habe ich alle Geschenke eingepackt. Keine Ahnung, was für Geschenke. Ich weiß es nicht. Die der Weihnachtsmann bringt. Ich krieg keins. Ja. Und wir haben vorhin auch schon Kartoffelsalat gemacht. Weil zu Weihnachten gibt es bei uns immer Wiener und Kartoffelsalat. Für uns natürlich vegetarische Wiener. So, ich habe mich jetzt noch ein bisschen fertig gemacht. Ich gehe zwar heute nicht mehr weg, aber ich will mich an Weihnachten irgendwie hübsch fühlen. Muss ich ihm zumindest gerade erklären. Ja, wir gehen jetzt runter, dann wird es wahrscheinlich auch gleich unser typisches Weihnachtsabendbrot geben. Jetzt geht's an den Konsumgüteraustausch. Yay! Vor allem, wenn ich das schon wieder sehe. Stefanis Geschenk ist ja noch nicht da. Schon gelesen. Das kann ich. Dieses Panzertape eben. So, jetzt ist schon noch kurz. Oh, du verarschst mich voll. Der sagt, mein Geschenk ist doch nicht da und es ist doch da. Oi, Schmunke. Wird doch Schmunke. Ja, das ist eine Palette von einem YouTuber, der hat die gerade rausgebracht. Kartoffelsalat. Ein tolles Kissen. Potato Salat. Nein, vegetarische Wiener. Ja, der Abend war gestern noch total schön. Wir haben noch Bowle getrunken und Rommi gespielt. Und dann fahren wir gleich zu Alex Oma Kaffee trinken. Und heute Abend grillen wir noch ein bisschen mit der Nachbarschaft und trinken Glühwein. Und das wird auch ganz schön. Wenn wir nachher zu Alex Oma fahren, probiere ich mal meine neue Palette von Huda Beauty aus, die Desert Dust Palette. Das ist ja mal die beste Palette auf der ganzen Welt. Gebt euch doch mal diese Farben. Ich bin verliebt. Schönes Wetter. Ja, wir haben gestern noch Conjuring 2 zu Ende geguckt und wir haben Annabelle 2 geguckt und Annabelle 1 fand ich ziemlich schlecht, aber Annabelle 2 war ziemlich cool. Und heute chillen wir eigentlich nur. Heute machen wir auch noch den Kartoffelauflauf, den wir letztens schon bei Alex gemacht haben. So,
So Leute, die Kartoffeln sind fast fertig mit Kochen und ich habe eine mega coole Deko gebastelt. Die Rolle war noch vom Geschenkpapier übrig, weil das alle geworden ist. Und da dachte ich, da kann man was Cooles draus basteln. Das können wir dann bestimmt irgendwo aufhängen. Guten Morgen Leute, wir sind gerade aufgewacht, es ist 11:30 und wir dachten, Frühstück lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Von daher essen wir einfach das, was übrig geblieben ist, weil das habe ich euch nämlich noch gar nicht gezeigt. Wir haben gestern nur noch gezockt eigentlich. Also heute werde ich jetzt nachher auf jeden Fall noch ein Video drehen. Ich habe hier schon alles, um mich zu schminken. Nachher gehen wir gleich einkaufen für Silvester. So, ich bin fertig und jetzt muss ich meinen Freund nur noch irgendwie dazu bringen, dass er aufhört, Gitarre zu spielen. Weil das sonst zu laut ist. Metallica. Yeah. Ui. Beste. So, hello, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Wir haben heute eigentlich wieder den ganzen Tag nur. Also, er hat gezockt und ich habe Video geschnitten. Jetzt essen wir Mittag und dann fahren wir ins Kino. Wir haben nämlich kurzfristig beschlossen, dass wir nach Leipzig ins Kino fahren zu Star Wars. Die Jungs wollten es unbedingt sehen. Mal schauen, vielleicht wird es ja doch was. Ich bin reingegangen mit, oh, muss das sein? Und kam raus mit, ja, war ganz okay. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht so ein Fan allgemein von alten ganz Filmen. Ganz okay. Ja. Ganz okay. Ja. Bist du blöd? Hallo, dafür, dass ich ihn am Anfang gar nicht rein wollte. Hm? Ich bin halt ein Fan von der Machart von neuen Filmen und alte Filme mag ich halt nicht. Deswegen kann ich diese alten Star Wars Filme überhaupt nicht ab. Ich finde die schrecklich. Die sind so schlecht gemacht. Ja, dann mache ich mir halt nur Feinde. Das ist mein Channel. Ich sag meine Meinung. So ist es halt. Diese, wie hießen die nochmal, die kleinen Pogs? Ja, die waren süß. Oh, ich will auch so einen. Allgemein die Tiere in dem Film. Ich liebe solche Fantasy-Tiere. Auch diese Kristallfüchse oder was das war. Und diese Renntiere in diesem Stadion da. Diese riesigen. Die waren auch voll geil. Also die Tiere, Props, das war richtig nice gemacht. Ich krieg böse Blicke von meinem Freund. Heute ist der 31. und meine Haare sind schrecklich. Alex hat gerade schon eine kleine Playlist gemacht für heute Abend. Ich werde mich jetzt schminken und dann können wir auch schon langsam vorbereiten. Also quasi das ganze Essen fürs Raclette und so schon mal vorkochen. Mein Augen-Make-up werde ich heute mit der Mavicon-Palette machen von Marvin Magnificent. Das Make-up habe ich gemacht mit Tanky Pop, Bahamas und K-Pie. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich schon mal so Sachen vorbereiten kann, die ich auch hier oben machen kann. Also Essen können wir dann natürlich nachher erst vorbereiten und alles schmücken und so. Aber wir haben ja Luftballons gekauft und die kann ich jetzt schon mal aufblasen. Hm.
So, ich bin jetzt auch schon fertig mit Partyhütchen und Schmuck und Röckchen und so. Und wir haben gerade das Zeug ausgepackt. Wir haben unten schon ein bisschen dekoriert. Mein Bruder ist jetzt auch da. Und wir haben voll coole Sachen. Einmal das. Und einmal das hier. Party. Also ich würde sagen, der Abend wird gut. Ja, er bleibt halt einfach da stehen. Um Gottes Willen. Dreht mal dran. So, wir machen jetzt Bleigießen. Mit Wachs. Ich hab den Sekt. Das ist scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Das ist scheiße geworden. Meins sieht aus wie eine Insel. Ich wollte sagen, wie ein Adler. Sagen, nee, das hier sieht irgendwie aus wie eine Insel mit so einem Vulkan. Vollmond! Ich habe gerade so Wasser in die Gläser gemacht und Zucker und das sieht voll schön aus. Und jetzt machen wir da ein bisschen Wodka rein und Kiba. Und das nehmen wir dann zum Anstoßen. Frohes Neues! So Leute, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich habe keine Ahnung, wie lang der geworden ist. Ich wünsche euch ein wundervolles, frohes, gesundes, neues Jahr und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in den Dingen, die ihr euch jetzt so vorgenommen habt. Wenn ihr wissen wollt, was ich mir für das Jahr 2018 so vorgenommen habe, dann klickt auf jeden Fall in der Endcard auf mein letztes Video, denn da erfahrt ihr das alles. Dann würde es mich freuen, wenn ihr kommentiert, wie euer Silvester, euer Weihnachten so war. Auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr nichts mehr in diesem Jahr verpassen wollt. Und aktiviert die kleine Glocke, denn dieses Jahr steht viel an. Es würde mich, wie gesagt, sehr unterstützen, wenn ihr auch immer regelmäßig einschaltet. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diesen Vlog erstmal. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, ciao.